finde es interessant, dass so zwei Jahre nach dem ersten großen Wellen wir immer noch mit Ransomware zu kämpfen haben. Vielleicht Zeit, was Neues zu machen. Herr Veit, bin gespannt. Ja. Vielen Dank. Ja, begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Michael Veit. Ich bin von der Firma Sophos. Wir von Sophos sind ein britisches Unternehmen und wir sind der größte europäische Security-Hersteller. Haben angefangen vor 30 Jahren mit dem Thema Virenschutz, haben mittlerweile das volle Spektrum von Verschlüsselung, von Mobil, von Firewalls, von E-Mail, von Web, von im Endeffekt dem gesamten Spektrum, das typischerweise im Unternehmen im Einsatz ist. Viele unserer Kunden haben mehrere unserer Lösungen. Wahrscheinlich haben auch Sie im letzten 15 Jahre das getan, was Ihr Partner Ihnen empfohlen hat. Das heißt, Sie haben immer die besten Lösungen gekauft. Die beste Firewall, den besten Virenschutz, beste Verschlüsselung, beste Mobile, beste E-Mail, beste Web, beste alles. Und trotz allem sind sehr viele Unternehmen, obwohl die genau das getan haben, was sie sollten, was in den letzten 15 Jahren eigentlich Unternehmen auch sehr gut geschützt hat vor Malware, sind trotzdem betroffen worden von Kryptotrojanern. Warum ist das eigentlich so? Naja, es gibt ein paar Gründe, warum die Kryptotrojaner so erfolgreich waren. Einer der Gründe ist, dass viele ihre Windows-Systeme standardmäßig aufgesetzt haben. Durch einen Exchange geht ein .exe nicht durch. Aber ein PDF mit Inhalt, ein Office-Dokument mit Makros oder JavaScript geht durch einen Exchange durch. Ja? Genauso dürfen die meisten User Office-Makros ausführen, weil es die Standardeinstellung im AD ist. Das heißt, man hat ausgenutzt, wie man rumrum kommt und das, was im Unternehmen momentan tatsächlich vorgefunden wird. Zum anderen wurde mit der ganzen Sache sehr viel Geld verdient. Deswegen, man konnte es sich leisten. Die Angreifer, was haben die gemacht? Die haben dort alle Virenscanner parallel laufen gehabt. Die hatten dort einen Sophos, einen McAfee, einen Red Micro, alles. Und haben ihren Schädling so lange verändert, bis der durchgekommen ist. Bei allen. Bis keiner mehr in eine Signatur oder eine Familie das Ding erkannt hat. Also sprich, es wurde einfach, ja, es ist genau wie Mac-Viren. Es gab lange Jahre kaum Viren für Mac. Es gab es schon immer, aber nicht in größerer Menge. Irgendwann haben die Angreifer gemerkt, es lohnt sich, welche zu programmieren. Weil nämlich viele Mac-User keinen Virenschutz hatten und weil die von Mac sitzen, meistens höher in der Hierarchie sind. Das heißt, die Daten, die auf dem Rechner haben, sind interessanter. Und ab da gab es dann auch Mac-Viren, auch in größerer Zahl. Ja, also sprich, es ging hier ganz einfach ums Geld. Die Angreifer waren sehr professionell, die haben sich sogar, obwohl sie Verbrecher sind, als vertrauenswürdige Geschäftspartner etabliert. Das heißt, es hat sich rumgesprochen, dass wenn ich das Geld überweise, die Lösungsgeldsumme, dass ich auch tatsächlich den Nachschlüssel bekomme. Ich konnte mit denen zwischen 8 und 18 Uhr über Helpdesk kommunizieren, über ein Webformular, zu russischen Bürozeiten übrigens, ja, musste man entsprechend das machen. Also sprich, die sind sehr professionell vorgegangen und die haben natürlich auch Social Engineering technisch das Ganze sehr gut betrieben. Das heißt, die haben, das war auf dem Höhepunkt der Loki-Trojaner-Welle. Da kam dann eine Mail angeblich vom BKA mit dem Hinweis, wie funktionieren Verschlüsselungstrojaner, und im Anhang war ein Loki-Protection-Toolkit, ja, was eine neue Variante war. Also man hat sehr gut das, was die User kennen, ausgenutzt an der Stelle. Aber jetzt mal auf der technischen Ebene zu bleiben, ein Grund, warum das Ganze, warum man überhaupt durch diese Infrastruktur, durch die E-Mail-Security, durch die Web-Security, durch die Firewall, durch den Virenschutz durchgekommen ist, dass diese Komponenten nebeneinander herarbeiten. Was meine ich damit? Sophos hat all diese Funktionen im Portfolio. Sie kriegen von uns einen Virenschutz, Sie kriegen von uns eine Firewall, Sie kriegen Web-E-Mail, Sie kriegen Verschlüsselung, Sie kriegen all das. In der Vergangenheit hat man ein eigenes Management für Virenschutz, ein eigenes Management für Firewall, ein eigenes Management für Verschlüsselung gehabt. Und ich hatte vielleicht verschiedene Leute, die sich darum kümmerten. Was wir jetzt machen ist, wir packen das Ganze in ein Management, in ein Logging, in ein Reporting und wir stellen Kommunikationskanäle zwischen diesen ganzen Elementen her. Was meine ich damit? Schauen wir doch erstmal, wie Malware typischerweise heute ins Unternehmen reinkommt. Etwa 95% der Malware werden durch ihren normalen Virenscanner abgehalten. Ja, erstmal größtenteils durch Webfilterung und irgendwann kommen die Heuristiken und irgendwie die Signaturerkennung. Damit kriege ich die 95% der etwa 100 Millionen Schädlinge, die jedes Jahr neu dazukommen, die kriege ich damit. Die restlichen 5%, die erkenne ich erst, wenn sie ihr böses Werk vollbringen, wenn sie anfangen zu verschlüsseln, wenn sie anfangen zu versuchen, System dazu zu bringen, irgendwelche Dinge zu tun, die sie nicht sollen. Pufferüberlauf, irgendwelche Exploits werden an dieser Stelle ausgenutzt. Das sind die sogenannten modernen Bedrohungen, Zero Days, APTs, wie immer sie genannt werden.
Was wir jetzt bereitstellen, ist ein Werkzeug, Sophos Intercept X. Was macht das? Das ist im Endeffekt ein Tool, was es seit Jahren gibt. Wir haben ein niederländisches Unternehmen, Surfride, übernommen und dort diese Technologie als Hitman Pro Alert ist seit Jahren, wird es genutzt, um Infektionen sehr erfolgreich zu verhindern. Googeln Sie mal. Sind alle also sehr, sehr gute Testergebnisse in der Richtung für unbekannte Schädlinge. Und dieses Tool macht mehrere Sachen. Zum einen erkennt es Ransomware aufgrund der Verschlüsselung. Das bedeutet, wir legen bei jedem Schreibzugriff Kopien dieser Dateien an. So, das sind nicht diese Volume Shadow Copies, das ist aber ein ähnlicher Mechanismus. In dem Moment, in dem wir erkennen, ein Prozess verschlüsselt Dateien und es ist kein Verschlüsselungsprozess, in dem Moment stoppen wir das und stellen aus unserem Speicher die Originaldateien wieder her. Des Weiteren haben wir diese Anti-Exploit-Technologien, dass wir also diese Techniken, die verwendet werden für die Infektion, erkennen und blockieren. Und das Dritte ist, dass wir Informationen wie bei einem Flugdatenschreiber sammeln. Was hat denn zu dieser Infektion geführt, um zukünftig Maßnahmen treffen zu können? Was ist passiert und wie begegne ich dem in der Zukunft? Ein bisschen im Detail. Wichtig ist, das Ganze ersetzt nicht Ihren Antivirus, das ergänzt den. Das ist signaturlos, das ist kein weiterer Scanner. Das ist eine reine Erkennung von diesen Angriffstechniken. Hier nochmal CryptoGuard, diese Verschlüsselungserkennung im Detail. Wir schauen, ob Dateien nicht autorisiert verändert werden. Wir legen die Originalkopien, wir legen Kopien der Originaldateien an und restaurieren die in dem Moment, in dem wir erkennen, das war eine Verschlüsselung, die nicht autorisiert ist. Von den 100 Millionen Bedrohungen jedes Jahr, die neu dazukommen, die nutzen gerade mal ein paar tausend Sicherheitslücken in PDF, in Flash, in Java, in diesen Sicherheitskomponenten oder Systemkomponenten aus. Und wir haben aber nur ungefähr eine neue Technik für die Ausnutzung dieser Sicherheitslücken. Das ist das Interessante. Es gibt gerade mal von den 500 Millionen insgesamt bekannten Schädlingen, die nutzen 2 Dutzend Techniken, Technologien wie Pufferüberlauf als Beispiel oder dass ich einem Prozess mehr Rechte gebe, dass ich Programmcode in Speicher lade und versuche, den auszuführen. Das sind diese Techniken, die wir mit der entsprechend dieser bewährten Technik erkennen und verhindern. Die Ursachenanalyse. Wenn uns die Kryptotrojaner eines gelehrt haben, Kryptotrojaner waren eigentlich ziemlich harmlos. Ich meine, was haben die gemacht? Die haben was Böses gemacht und haben sofort rumgeschrien, ich habe was Böses gemacht, gebt mir Geld. Wenn die im Hintergrund weiter werkeln, ja, und vielleicht Geschäftsdaten irgendwohin transferieren und sich überhaupt nicht zu erkennen geben, wären die viel, viel, viel gefährlicher gewesen. Das ist ein relativ einfaches Geschäftsmodell gewesen, um schnell Geld zu machen. Und wenn ich irgendwann eine Infektion erkenne, um nachzuvollziehen, wie ist der überhaupt reingekommen, was hat er in meinem System gemacht, dazu brauche ich im Prinzip eine Bedrohungsanalyse, die gesamte Infektionskette, alles was passiert ist bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es erkannt habe, bis ich das identifizieren kann. Ich habe vorhin gesagt, dass wir von Sophos sehr viele Lösungen im Portfolio haben und dass wir einen Kommunikationskanal zwischen diesen Lösungen aufbauen. Diesen Kommunikationskanal nennen wir Security Heartbeat. Was ist das? Den haben wir zwischen verschiedenen Komponenten, hier mal exemplarisch am Beispiel, zwischen unserer Firewall auf der rechten Seite und auf der linken Seite, das ist ein Endpoint, ein Windows-System. Wenn jetzt hier ein Virus erkannt wird, der wird aufgrund des Verhaltens erkannt, das ist vielleicht ein neuer Kryptotrojaner, dann wechselt der Sicherheitsstatus dieses Clients von grün auf rot. Und was passiert dann? Über diesen Security Heartbeat bekommt unsere Verschlüsselungslösung gesagt, entfernen mal ganz schnell die Schlüssel aus dem Speicher, damit nicht dieser Trojaner vielleicht auf meine CAD-Dokumente oder auf meine Sales-Dokumente zugreifen kann, ja, die verschlüsselt da liegen, die der User sonst zugreifen kann. Und als nächstes sagen wir unserer Firewall, Firewall, nimm den Client mal ganz schnell in Netzwerkquarantäne, dass der nicht mehr auf den File-Server zugreifen kann, dass er nicht mehr auf den Datenbank-Server zugreifen kann. Und das passiert automatisch. Muss also kein Admin eine E-Mail lesen oder ein Lämpchen sehen oder auf den Knopf drücken. Das machen die beiden untereinander aus. Ich zeige Ihnen das mal als Beispiel. Das ist ein Windows-Client, der ist geschützt mit dieser entsprechenden Funktion. Und hier habe ich solche Funktionen zum Laufzeitschutz. Das heißt, ich habe diese Exploit-Prevention-Funktionen aktiv. Da oben sehen Sie jetzt ein Office-Dokument mit Makros, eine Rechnung. Die habe ich irgendwie bekommen und ich habe die ausgeführt. Da hat er mich dazu gebracht, dass ich das Makro ausführe. Hier links sehen Sie jetzt mal einige Business-Dateien. Und was macht so ein Kryptotrojaner? Der fängt an, die zu verschlüsseln. Dieser Kryptotrojaner war in dem Fall ein Hydra-Crypt, den ich darauf losgelassen habe. Das ist also eine Variante, sehr ähnlich Locky oder CryptoVol.
und der hat 3 Dateien verschlüsselt. Die erkennen Sie daran, dass die eine Endung .hydracrypt entsprechend haben. Das ist noch eine temporäre Datei. Also sprich, die 00, 01, 02 Hydracrypt hat der geschafft zu verschlüsseln. Und dann hat unsere Verhaltenserkennung gesagt, Moment, der fängt an, Dateien deutlich zu verändern, und zwar mehrere innerhalb eines Zeitfensters. Und unsere Lösung hat gesagt, stopp. Die Lösung hat nämlich gesagt, okay, da ist eine Ransomware blockiert worden. Dann hat die Lösung diese Originaldateien, die 00, 01, 02, ohne Endung, die waren erstmal weg. Die hat er aus dem sicheren Speicher wiederhergestellt. Und dann hat er anderen Security-Komponenten Bescheid gesagt, Verschlüsselungslösung, entferne mal die Schlüssel aus dem Speicher. Und unsere Firewall hat das ebenfalls gesagt. Weil unsere Firewall, hier sehen Sie so einen roten, eine rote 1, das ist der Client, der gerade einen roten Security Heartbeat an die Firewall gesendet hat. Das heißt, ohne dass ich als Admin was getan habe, hat der Virenscanner der Firewall gesagt, ich bin jetzt gerade infiziert. Und wenn ich auf dem Client jetzt aufs Internet zugreifen will, dann sagt mir die Firewall, du kommst hier nicht raus. Ja? Nicht solange du infiziert bist. Und dann läuft, genau, im Hintergrund läuft jetzt die Bereinigung los, aber das ist, was an unser zentrales Management übertragen wird. Das ist dieser Flugdatenschreiber, bei dem das System lokal mitprotokolliert hat, was passiert, welche Prozesse werden gestartet, welche Dateien werden zugegriffen, welche Kommunikation findet statt. Und dann habe ich hier so einen Graphen, ich habe auch Listen von Dateien, die verändert wurden, was mit denen gemacht wurde. Und dann kann ich im Prinzip hier sehen, dieses Programm, WinWord mit dem Office-Makro hat ein anderes Programm gestartet. Und dieses Programm hat mehrere Dateien gelesen, geschrieben oder hat irgendwohin kommuniziert. Das heißt, ich kann diese Erkenntnis, diese Flugdatenschreiber-Logs, nehme ich, um demnächst zu verhindern, dass jemand per Web rauskommt. Die verhindere ich, um zu verhindern, dass der, wenn er auf sich ein Netzwerkwerk geschrieben hat, dass das genutzt wird zur weiteren Infektion vom Rest des Netzwerkes. Also sprich, das sind die Informationen, die ich im zentralen Management bekomme. Auf dem Client findet irgendwann eine Bereinigung statt, und sobald die Bereinigung stattgefunden hat, weiß unsere Firewall auch wieder, der Security Heartbeat ist grün. Das heißt, der Client ist jetzt wieder in Ordnung und darf ab jetzt wieder durch mein Netzwerk hindurch, darf wieder rauskommunizieren in die Welt. Um hier nochmal zu zeigen, welche Art von Lösung schützt gegen welche Bedrohungen. Wir haben natürlich Virenscanner. Das sind unsere normalen Virenscanner in verschiedenen Ausführungen. Da könnten Sie auch den Virenscanner von Ihrem Lieblingshersteller nehmen. Unter Intercept X, dieses Tool, schützt Sie vor den bisher unbekannten Bedrohungen. Die bisher bekannten Drohungen, dagegen hilft Ihnen Ihr Virenscanner. Eine App-Control, eine Device-Control, da hilft Ihnen Ihr Virenscanner gegen. Machen wir nicht. Malware, die bekannten Viren, schafft der normale Virenscanner. Die bisher unbekannten, das sind die interessanten, dafür ist dieses Tool entsprechend da. Genauso bei Office-Dokumenten, die bekannten Schädlinge bekomme ich mit Ihrem Virenscanner, weil da haben wir Samples, da können wir die Familie erkennen. Die unbekannten Office-Exploits kriegen Sie damit. Und die Krypto-Trojaner kriegen Sie komplett damit, genauso wie die Bedrohungsanalyse und erweiterte Bereinigung. Das Interessante an der ganzen Sache ist aber, dass jetzt diese Komponenten als System miteinander kommunizieren und ohne, dass Sie ein Lämpchen sehen müssen oder einen Knopf drücken müssen, das System automatisch einen sicheren Zustand bekommen und nach der Bereinigung auch den Client zum Beispiel wieder aus der Netzwerkquarantäne entlassen. Deswegen ist der Weg, den die IT-Security in den nächsten, sag ich mal, 5 Jahren gehen wird, ganz einfach, dass immer mehr von diesen Komponenten miteinander kommunizieren werden, dass sie die Informationen korrelieren können, um einfach solche modernen Bedrohungen zu identifizieren und auch die Maßnahmen ergreifen zu können, dass die nicht mehr in ihr Netzwerk reinkommen. Wir nennen diesen systemischen Ansatz Synchronized Security, und es ist ganz klar zu sehen, wenn Sie hier rumlaufen, wenn Sie viele fragen, Best of Breed wird ersetzt durch dieses ganze Thema. Sie haben die Möglichkeit, neue Bedrohungen zu erkennen, und nochmal ganz wichtig, automatische Reaktion auf Vorfälle, sprich, dass heutzutage Sie einen Knopf drücken und der Knopf sagt sicher und Sie bekommen die Information, Ihr System ist in Ordnung. Sie müssen nicht mehr jedes Schräubchen drehen, dafür haben Sie Unternehmen, die das für Sie machen. Das war es in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Herr Feig. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.